Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von SFS Bauen, Fliegen, Landen. Und heute werden wir die Avalon 7B bauen. Und zwar ist es eine Rakete, die vorher bei der Atlantis-Reihe gar nicht vorkam und jetzt quasi neu dazugekommen ist. Und zwar kann sie jeweils 50 bzw. 60 Tonnen zum Erdorbit tragen, ist somit quasi perfekt in der Mitte zwischen der Avalon 6B und der Avalon 3B. Ich würde sagen, wir bauen es einfach mal auf. Und zwar hat die, ähnlich wie die Avalon 1 und 2B, Frontiertriebwerke. Und das ist quasi ein SSTO, heißt, es braucht eine Stufe, um zum Orbit zu gelangen. Deshalb haben wir hier so eine Anordnung an Triebwerken. Wir haben in der Mitte ein großes Titantriebwerk, links und rechts davon zwei Frontiertriebwerke. Für die kleinere Version, also 50 Tonnen, brauchen wir insgesamt 10 Treibstofftanks. Heißt, wir packen die hier einfach mal übereinander. Das sind 8 und dann nochmal 2 obendrauf. So, die unteren färben wir natürlich in schwarz ein und die oberen so in... Genau. Also in gestreift. Dann gehen wir zu den Landebeinen über. Die kommen hier hin. Strukturteile kommen hier hin. Dann Aerodynamik. Da kommen zwei kleine Abdeckungen, Triebwerksabdeckungen. Dann RCS-Düsen. Die kommen dorthin. Dann gehen wir nach oben. Dort nehmen wir zwei große Landebeine. Stellen die genau dorthin. Drunter und darüber kommen jeweils zwei RCS-Düsen. Dann eine Sonde. Wir gehen nochmal zu den Strukturteilen. Die kommen nämlich dorthin. Dann einen 6 breiten Treibstofftank. Dann ein Separator, den wir nach unten drehen. Jetzt kommen die Hitzeschilde oben drauf. Und dazu brauchen wir zweimal diese 8 breiten Hitzeschilde und einmal einen 6 breiten. Genau so. Das steht da um einiges über. Das liegt vor allem daran, dass diese Abdeckungen ja normalerweise nicht nötig sind, aber in dem Fall... Es ist so, das Triebwerk hier in der Mitte ist quasi zu groß, selbst für die großen Landebeine. Deshalb mussten wir das Ganze so regeln. Und daher muss hier der Hitzeschild sehr weit überstehen. Und da ist leider nicht wirklich was, was sich daran ändern lässt. Deshalb machen wir das eben so. Dann holen wir uns hier ein Separator, der zeigt weiterhin nach unten in grau und dann einen, den drehen wir wieder nach oben. Die Nutzlastverkleidung, wir gehen ganz nach unten, nehmen die zweitgrößten, also da, und wir stellen hier auf jeden Fall Adapt to Fuel Tanks aus, damit das sich nicht mit dem unteren Separator verbindet, damit wir den oberen weiter nutzen können. Standardmäßig mache ich immer 3 davon dahin. Und tatsächlich finde ich die hier ganz interessant, weil die ein großes Stück sind. Ja, ich muss auch sagen, mir gefällt es nicht so ganz, weil die sind halt trotzdem noch ziemlich lang. Daher könnte man auch einfach sagen, wir nehmen eins davon weg. Dann sieht das so aus. Dann würde es insgesamt auch ganz gut aussehen. Wir müssen die natürlich noch einfärben. Nämlich auch in grau. Und dann sieht das eben so aus. Da würde ich sagen, wir machen das so. Und das gilt dann jetzt quasi auch für alle anderen Raketen. Quasi, dass wir hier zwei standardmäßig haben und dann die große Abdeckung oben. Jedenfalls müssen wir hier noch die Landebeine einfahren. Und das können wir endlich auch gleichzeitig machen. Jetzt habe ich den natürlich wieder geöffnet. Also wir machen das so. Dann die Stufenanordnung. Wir machen das und das. Also
die Nutzlastverkleidung öffnen, RCS-Düsen und das hier quasi. Und da es mir so mehr gefällt, also RCS-Düsen immer als letztes, sieht das dann einfach so aus. Danach den oberen Separator, da können wir dann die Nutzlast absprengen. Den unteren Separator, der legt dann die Hitzeschilde frei und nochmal RCS-Düsen. Später wieder RCS-Düsen, da sind wir quasi in der Atmosphäre. Also wir treten wieder ein in die Atmosphäre, wir glühen und damit wir eine erhöhte Kontrolle haben, machen wir das. Dann haben wir hier den Bereich der unteren Atmosphäre, da sind wir schon langsamer. Da wollen wir nicht weiter Treibstoff verschwenden. Dann sind wir im Landeanflug, da machen wir die. Und zu guter Letzt die hier nochmal. Ich glaube, ich habe was vergessen. Nämlich, die kommen alle hier nochmal so mit drauf. Denn für die Landung nutze ich dann das zentrale Titantriebwerk. Das heißt, wir fliegen quasi los. Wir sind jetzt hier über 25 Kilometer Höhe. Wir schalten das mittlere Triebwerk ab, weil es eine geringere Effizienz hat. Wir öffnen die Nutzlastverkleidung, weil wir eben keinen so hohen Widerstand mehr haben. Dann, wir sind am Ziel angekommen. Wir trennen die Nutzlast ab. Wir sind jetzt wieder auf dem Rückflug quasi und wir haben nur noch 5% im Treibstoff. Wir sinken langsam Richtung Erde. Wir schalten die beiden Frontiertriebwerke ab, das Titantriebwerk an und ja, wir machen eben den unteren Separator ab, damit wir die Hitzeschilde freilegen können. Dann sind wir hier gerade in der Atmosphäre, glühen schön und aktivieren die, damit wir eben erhöhte Kontrolle haben. Hier sind wir dann tief in der Atmosphäre. Wir öffnen die Landebeine, damit wir einen erhöhten Luftwiderstand haben und schneller verlangsamen. Da haben wir hier den Landeanflug und zu guter Letzt die Landung. So, damit haben wir jetzt die quasi erste Version, die 50-Tonnen-Version. Für die 60-Tonnen-Version nötigen einfach ein bisschen mehr Treibstoff, nämlich zwei von diesen. Und wir packen hier einfach oben drauf. Und da haben wir auch schon die 60-Tonnen-Version. Weiter geht's nicht, denn da wird es dann zu ineffizient. Und ja, dann funktioniert es nicht mehr. Jedenfalls packen wir hier 60 Tonnen Treibstoff rein. Wahrscheinlich können wir das auch dann wegnehmen für den Flug. Machen wir das so. Und ja, stimmt. Ganz wichtig, die Separationskraft erhöhen, damit die Nutzlastverkleidung auch wirklich hier an den Hitzeschilden vorbeigehen kann. Aber ansonsten war es das. Wir haben die Rakete gebaut und dann fliegen wir mal los. Eine letzte Sache noch, die habe ich ganz vergessen, nämlich die Triebwerke. Die schalten wir vorher an, damit wir die danach nicht nochmal alle einzeln anklicken müssen. Aber jetzt geht's wirklich los. Jetzt haben wir die Rakete. Wir zoomen ein bisschen raus, erhöhen den Schub und starten die Triebwerke. Und wie immer, wir folgen einfach der Winkelanzeige oben links. Im Vergleich zu den anderen Raketen, die wir haben, müssen aber weitergehen, also bis 75 Grad. Und dann warten wir, bis wir quasi die Apoapsis bei etwa 32 Kilometern haben. Da haben wir die 32 Kilometer. Wir schalten die Triebwerke ab und drehen uns ein bisschen nach rechts, sodass wir quasi horizontal liegen. So, bei 25 Kilometern öffnen wir dann die Nutzlastverkleidung und ich transferiere hier den Treibstoff, damit ihr seht, dass ich auch wirklich 60 Tonnen in den Orbit bringe. Dann beschleunigen wir die Zeit ein bisschen, bis wir quasi außerhalb der Atmosphäre sind. Also jetzt. Und dann starten wir die beiden Frontiertriebwerke erneut. Fokussieren ein bisschen. Dann seht ihr, die Apoapsis kommt auf uns zu. Heißt, wir drehen nach links.
und warten dann quasi darauf, dass es langsamer wird. Ihr seht, das hat gestoppt. Können wir wieder ein bisschen nach rechts drehen. Und das machen wir so lange, bis wir 1670 Meter pro Sekunde haben. Also dann die orbitale Geschwindigkeit. Und da haben wir die. Wir haben einen stabilen Orbit und fast 10% Treibstoff. Das wird keinen großen Unterschied machen. Jedenfalls können wir abkoppeln. Drehen uns dann mal nach links. Und starten dann eben die Triebwerke erneut. Diesmal in die entgegengesetzte Richtung. Und dann warten wir wieder, bis wir etwa 5% Treibstoff haben. Da haben wir 5%. Machen wir aus. Und wir starten erneut die nächste Stufe. Jetzt haben wir die Hitzeschilder befreit. Dann drehen wir uns nochmal fast in Richtung Pfeil, bisschen weiter rechts davon. Also etwa so. Ich würde noch ein bisschen weiter gehen, wir treten gleich in die Atmosphäre ein. Genau. Und dann abspeichern. Ganz wichtig. Damit sind wir in der Atmosphäre und wir beschleunigen die Zeit. Wir müssen besonders auf die Landebeine aufpassen, denn im Vergleich zu anderen Raketen sind die halt deutlich weiter draußen. Wir drehen halt immer ein bisschen rechts, folgen quasi dem Pfeil, versuchen den genau mittig von der Rakete zu halten. Können wir auch mal Zeit ein bisschen verlangsamen. So, bei 15 Kilometer machen wir die Zeitbeschleunigung auf 1. Können auch die ECS-Düsen schon anschalten. So, wir sind jetzt quasi im schlimmsten Teil. Hier geht ganz schnell was kaputt. Und ich glaube, wir haben es überstanden. Ja, so ziemlich. Die Hitze lässt nach. Und wir haben es geschafft, ohne dass ein Landebein dabei kaputt geht. Sehr gut. Damit können wir uns jetzt in die andere Richtung drehen. Beziehungsweise will die Rakete einfach sich gerade im Kreis drehen. Wir erhöhen den Schub schon mal auf 35% und drehen uns vielleicht mal in die richtige Richtung. Ich weiß nicht, warum die Rakete gerade sich so sehr drehen will. Jedenfalls bei 1 Kilometer starten wir das Triebwerk und gondeln hier quasi noch ein bisschen hin und her. Wir haben sehr viel horizontale Geschwindigkeit, was doof ist. Aber da kann ich leider gerade nicht viel daran ändern. Jedenfalls, wir sind jetzt im Landeanflug und werden garantiert sicher landen. So, und da haben wir es. Nicht die beste Landung, aber es funktioniert. Damit haben wir die Rakete unten. Und die 60 Tonnen hier drüben oben im Erdorbit. Das war's auch mit der Folge. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!